als wir begonnen haben, wir haben im Keller produziert, Kelly hat geröstet und ich habe ausgeliefert in Kinos. Und wir hatten nie Geld. Wir verstanden beide nichts von einer Buchhaltung oder vom Geschäft. Und wir haben begonnen, ich glaube im Oktober 55. Und im Jänner 56 sagt der Steuerberater, Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz. Ich habe nur unten gelesen, 80.000 Schilling Reinverlust. Sag ich zum Howard, du, 80.000 Reinverlust. Sagt er, that's impossible. We still have money. Also. Im Jahr 1955 hatten Howard Morse Kelly und Herbert Rast eine Idee. Popcorn für Österreich, obwohl es keiner wollte. Rast ließ sich durch nichts beirren. Mit kreativen Ideen und unkonventionellen Methoden überwand er sämtliche Barrieren. Ein Nein konnte er nicht akzeptieren. Ich musste leben von was. So wurde aus einer Popcorn Company rasch ein Chipsproduzent und mit der Übernahme der Feldbacher Backwarenwerke und der Nusspack ein Snackanbieter mit Vollsortiment und der absoluten Marktführerschaft. Unbeugsamer Wille, Weitblick und die Fähigkeit, Menschen zu begeistern, zeichneten seinen Weg. So steht er als lebender Beweis für den Unternehmensgrundsatz: Geht nicht, gibt's nicht. Ein Unternehmen braucht gute Produkte, eine gute Qualität, aber vor allem etwas haben wir im Unternehmen, das steht in der Gewinn- und Verlustrechnung im Aufwand als Kosten, gehört aber in Wirklichkeit in die Bilanz als Asset, nämlich unsere Mitarbeiter. Und das habe ich immer geglaubt. Mitarbeiter sind der zentrale Punkt des Unternehmens. Wenn Sie gute Mitarbeiter haben, brauchen Sie kein Geld, das kommt von allein. Sie brauchen keine Produkte, die kommen von allein. Wenn die Menschen gut sind, die im Unternehmen sind. Und das waren sie.